Ich bin diesmal, wo ich Zentral genommen habe, woanders gefahren. Ich weiß nicht, wo ich bin. Null Ahnung. Ich sehe das Tor nicht mehr. Ich auch nicht. The fuck? Was ich siehst bin du ja, denn hier? Ich bin auf so einer Autobahn oder so. Oben, oder? Nee, ganz unten. Boah, ist schwer zu sagen. Hier ist ein großer Teich, also kein Teich. Hier ist so ein Stück, wie so was unter Wasser gelaufen. Da sind Spinnen! Leck mich! Ich hab mich nicht gesehen, okay. Das ist definitiv nicht bei mir. Ich hab das Tor irgendwie gesehen, ich laufe schon. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Das ist auch eine Defensive. Hier ist ein Elch, das sind Pteranodons. White Enforcer, was auch mein Enforcer ist, aber der greift schon. Ja, Enforcer sind halt. Na? Die Dinger, die du bauen kannst, ne? Diese Enforcer, die kannst du später bauen. Die so aussehen wie so. Wie so Echsen. Ja, mit vier Beine. Ja. Ja. Da ist er, ich sehe einen davon. Das hier. Hä? Immer riesen Lampen. Ich bin ja jetzt irgendwie auf so eine normale. Ach du Scheiße. Ich folge einfach mal der Straße. Terminal, was ist das denn? Was soll ich denn da machen? Das ist ein Dilo. Herstellungskosten? Scout-Waffe. Bauplan für. Ich weiß nicht. Enforcer. 500 Element das. Ja, Element. Da hast du es doch schon wieder. Element das. Element, das hat der Dings doch irgendwie erschaffen oder angeblich erfunden. Der, wie hieß der nochmal? Aber ich weiß nicht, wo ich bin. Der Endboss vom letzten Addon. Wie hieß der denn nochmal? Dieser komische Doktor, der in diese Kammer gefallen ist. Ich sehe das Rotlichtviertel. Ist ja gar nicht. The fuck? Alter, dass man sich auch halt auf der Karte nicht sieht, ist halt schon ein bisschen beschissen, gell? Ja. Hier Anhaltspunkte zu finden. Schwierig. Schwierig. Kannst du den Brunnen ausfindig machen? Den wir gesehen haben? Ah, ich sehe das Riesentor wieder. Was ist das Riesentor? Ich bin mittendrin. Ich sehe gar nichts von außen. Ich sehe überall Stadt. Großstadt, viel Stadt. Ist ein Teich irgendwo? Ich war gerade an so einem untergelaufenen Ding. Direkt an einem Gebäude ist es dran. Ich sehe ja einen Sumpf. Ein Sumpf? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Ich guck mir das gerade mal an. Ich bin ja an der. Was ist das denn? Ah! Oh mein Gott. Ich bin so tot. Das ist das Wasser. Ja, safe. Bin ich tot jetzt. Ja, mich 1000 Insekten angreifen. 130, genau. Welches Wasser? Übertreibt's auch halt. Da war Wasser irgendwie. Also da war so. Sah aus, als ob da so ein Loch im Boden wäre. Und das ist halt vollgelaufen. Ist ein Fluss. Oh, ich kann trinken. Ich bin wieder bei dem Tor, wo wir waren. Also da in der Nähe. Das ist ein anderes Tor. Alter, der Enforcer greift den Kombi an. Junge. Anderes Tor? Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt, ich sehe überhaupt nichts. Ich bin mitten in der Stadt. Also nein, mitten das ist das Tor. Wenn es nach außen zeigt? Zeigt nach außen, ja. Ich bin im Rotlichtviertel. Ich sehe aber kein Rotlicht. Ich würde mich einfach zu dir teleportieren, aber. Ist ja doch irgendwie doof, gell? Da war ein Pack, Stego, wie der aussieht, den leckt mich am Arsch. Ja. Yeah. Gibt viele. Stego, Raptoren, gibt T-Rex ja sowieso. Aber der sieht richtig krass aus. Es gibt noch. Es gibt ein paar, aber. Siehst du, du bist mitten in der Stadt, hast du gesagt. Ich bin mittendrin, irgendwie. Siehst du so einen riesen Turm, der größte, den es gibt. Ich glaube, das ist der. Ist da so ein Ring bei dir? Ist das so ein Ring?
Was? Wenn du nach oben guckst, so ein Ring, wo man drauflaufen kann. Ein riesengroßer. Kannst du den sehen? Ein Ring. Ich sehe einen großen Turm und ich sehe einen, wo drei zusammenlaufen. Und da ist so ein Ring. Da fällt auch so ein Wasserfall runter. Ich weiß nicht, ob du den siehst. Das ist der einzige Wasserfall. Also da ist so, das ist wie so eine Zwischenplattform. Ja. Die Frage ist jetzt, ist es bei diesem ganz großen Turm oder ist es weiter weg? Ich weiß nicht, ich bin direkt in diesem Ring drin. Ne? Bist du direkt bei diesem ganz, wo siehst du diesen ganz großen Turm von dir aus? Ja. Bist du da in der Nähe? Ich weiß halt nicht, welchen du meinst. Es ist halt ein. Den größten. Okay, das ist der größte, dann ist es der, ja, da bin ich direkt. Der so, drin, der so weiß an der Spitze, der so weiße Markierungen hat. Also, naja, keine Markierung. Ich guck mal, das ist der größte auf jeden Fall. Das ist definitiv größer als der andere. Ja, das ist der. Das müsste der hier sein. Da bin ich ist der oder der. Der hier müsste es sein. Mit dem falsch. Ich sehe einen grünen Text, Diego. Den habe ich auch gesehen, oder? Den sehe ich schon hier aus. Und einen roten, das ist ein roter Ankylo, der da rumläuft. Der ein, ja, das ist der grüne. Ich laufe mal dahin. Ist da ein roter Ankylo dabei? Ich hab keinen Ankylo gesehen, aber fisch. Ja, doch, ein roter Ankylo. Ach, ich seh dich, ich seh dich. Warte, ich komm zu dir, bleib da. Bin ich noch nicht, aber. Ja, ich bin ganz da hinten gewesen. Warte. Ich war ganz da hinten bin ich gespawnt, in der Mitte von diesen ganzen Türmen. Ich war auch da hinten, ich bin hierher gelaufen, sonst wäre ich auch nicht hierher gekommen. Super weird. Also diese Enforcer tun einem anscheinend nichts. Nein, also die ganzen elektronischen Geräte bisher, die wir gesehen haben, ja, machen einen. Die sind locker easy. Einen. Wenn du angegriffen wirst, lauf zu denen hin. Das guck mal, wie viele EP es jetzt gibt. Ich bin schon Level 15. Ja, schon. Okay, das hängt halt damit zusammen, wir haben auch Doppel- und Quadruppel-Ultra-XP oder irgendwas bekommen und... Weiß ich nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall Wasser. Ich würde sagen, hier bauen wir erst... Hä? Hier ist auf jeden Fall so ein Teich in der Mitte, ich würde da unten bauen. Hier ist ein See, hier ist ein Fluss in der Mitte. Fluss, genau, und hier unten ist sogar ein Teich, also ein See. Also, das war, sollte mal kein See sein wahrscheinlich. Das ist wie so ein Park. Eigentlich auch normal da unten, kann ja machen. Sollen wir da mal hingehen? Ja. Ich hab halt gar nichts mehr, gell? Ja, ich hab auch gerade noch ein paar Sachen gebaut. Null nix. Ups. Ja. Mal gucken, was es hier so gibt. Solange da nichts Bösartiges rumläuft, aber die Stadt sollte eigentlich. Also ich weiß, dass der Westen nicht mehr sicher sein soll. Der Westen der Stadt. Aber frag ich mich jetzt nicht, welche Richtung das hier ist. Das ist zu weit eigentlich ganz okay aus. Bis jetzt? Mhm. Das ist so ein Ausguck ist es hier. Ich glaube, das ist so der letzte Rest der Natur erhalten, weißt du? Guck mal, ist ein Hologramm in der Mitte, da will ich hin. Ich komm nicht drin. Pass auf, da sind das Saber-Dinger im Wasser. Das ist ein Biber. Ja, Dämme hier. Ich weiß nicht. Direkt rein. Ich hab Schluss. Alter. Das ist die Erde offenbar, oder? Warte mal, da, das ist Australien. Ich sehe. Oha. Ah, ja. Das jetzt ergibt das Sinn. Siehst du das, wie das hin und her wechselt die ganze Zeit? Mhm. Ah, die Erde ist vertrocknet. Siehst du das? Ja. Wie groß die Kontinente sind in der anderen Version. Ja, hier ist Australien ist komplett rundherum ausgetrocknet. Hier ist doch ein das schönes Plätzchen, würde ich sagen, fürs erste. Ja, für so kleine Sachen jetzt zu bauen. Gucken wir mal, können wir die abreißen. Noch eins. So. Damit wir zumindest mal, weißt du, so eine Grundausbildung, Grundnahrungsmittel haben. Na? Das sind Insekten, gell? Die werden uns gleich angreifen. Was sind Paximidity Tool? Was sind denn? To capture the dermis of a dead creature. Warum das? Was ist das? Die Dermis? Ja. Dermis ist die Haut, oder? Paxidermy Tool. Ja, wahrscheinlich ein Häutungsmesser oder so. Wo brauchen wir das denn?
mich nicht. Ich weiß überhaupt nichts von gar nichts. Und über generell und überhaupt. Texoderm. Dermis ist die Haut. Das ist ein Häuter. Das brauche ich. Ja, ja, klar, aber. Small Taxidermy Base. Laser Harvested Dermis to show off your prowess. Alter, da kannst du die Haut von Viechern abschaben und die auf so ein Podest platzieren. Das brauche ich unbedingt. Das brauche ich. Ist das schon eine kleine Figur oder was? Ich weiß nicht, das sieht aus wie so ein. Harvest Dermis to show off your prowess. Ja. Da hast du dann so ein Podest, wo halt so, weißt du, als Trophäe. Alter, hast du nicht immer nur die Köpfe gesehen, von T-Rex? Die Tech-Liste ist, also da hat schon ein bisschen was hinzugefügt. Die Tech-Liste? Das ist natürlich auch die S-Plus-Sachen mit dabei, aber. Viel größer ist die jetzt nicht. So, was haben wir sonst noch? Ja. Lederhose. Drück schon I. Auf die I zu drücken. Ich glaube, wir bauen erstmal Fetch, oder? Oder sollen wir direkt Holz bauen? Keine Ahnung, ich habe Holz erlernt zumindest. Fernrohr. Ich habe noch kein Holz erlernt. Oh, komm. Brauchen sie ja eh daher. Ja. Nee, das nicht. Das hier. Holz auf jeden Fall. Das hier. Wood Wall. Hab ich noch nicht. Ceiling. Diese Double Scheißzeug und diese normale Scheiß. Auch Leder, wo kann man denn Leder hier abgreifen? Ich hab noch. Nein, ich hatte ein bisschen was. Verdammt, ich hatte so viel Leder. Ich diese Dilos platt gemacht habe. Ein komischer Molch, kann ich nicht finden. Ich brauche. Ein Axt. Ich brauche Axt. Geh ich Axt holen. Das ist ein fette vor mir, ist, gehen doch die Fleische. Wenn du sie töten kannst, bevor sie weglaufen, dann eventuell. Kann die abwerfen hier, stirb. Da hab ich nichts mehr, jetzt muss ich die punchen. Gib mir mein Speer wieder. Fuck, jetzt habe ich keine Axt hergestellt. Ah. Speere sind für den Arsch, die Anfangsdinger. Hä? Anfangs-Speere sind für den Arsch. Die gehen immer kaputt? Ja. Machen auch nicht viel Schaden. Ich weiß nicht, wo du bist. Da. Ich brauch Holz. Wir müssen im Wasser kann man ja. Alter, das ruckelt ja mal richtig hart unter Wasser. Alter. Greif dich schon da an. Piranha! Weg mich. Also unter Wasser ruckelt's richtig mies. Nicht? Als Framedrops des Grauens. Geh mal hin, guck's dir an. So, ich habe jetzt mal einen Bogen gemacht. Oh, das sieht nämlich schon besser aus. Was ist denn da unten? Was ist denn hier schief? Da raucht denn hier sein Gras? Achso, das ist wegen dem Wasserfall. Wer weiß, was das ist? THC-Öl oder so? Ich sehe unter Wasser gar nichts, ist komplett schwarz. Cool, was ist schon Dreckwasser? Bei mir ist es richtig verdreckt, aber es ruckelt halt wie Scheiße. Nein, töte doch nicht den Dodo! Finish. Nein, wir brauchen den! Die brauchen wir nicht. Doch, weißt du, wie viel Schaden die machen? Das ist eine kleine Super. Wir müssen woanders noch irgendwo her und wir spawnen eh wieder. Braucht Zeit. Keine Zeit. So, das hier, das kennen wir ja noch. Das kommt da. Das kommt da, das ist. Hallo! Nein! Ah, ich hab keine Waffe. Ja. Du. Ist da. Hallo. 35 Chitin. Ich glaube, der Ertrag ist etwas zu hoch eingestellt. Ich weiß nicht, aber wenn du hier siehst, wie wenig Bäume es hier gibt, wird es halt echt schon schwierig, was aus Holz zu bauen. Ja, mein Gott. Wir gucken mal, wie es läuft. Ah, wir lassen es mal laufen und gucken mal, wie es läuft. Äh.
Fasern. So, ich wollte herstellen. Ich brauch Fasern. Fasern, ich auch. Kann mich nicht bewegen. Das Menschen kommen zurück in die Stadt, wird direkt alles abgeholzt. Rest der Natur, der noch da ist. Kann das sein? Ja, wir haben einen Auftrag zu erfüllen, ja. Wir müssen die Menschheit retten und dann müssen wir leider auch den Planeten einfach zerstören. Hört sich halt. Gell, der Planet kann ja mal zugunsten der Menschheit raufgehen. Oh, Alter. Voll hingerichtet. Ach ja. Ach, wie toll diese Hitboxen sind. Stirb. Sammel den Kappes jetzt ein, du. Kann ich mir jetzt Schuhe herstellen? Ja, danke. Alter, das ruckelt ja richtig dreckig. Frage ist, warum ruckelt es unter Wasser? Ist es nur dieses Wasser? Was mit diesen ganzen Partikeln voll ist, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist Sonntag. Wow. Oh, Alter. Wow, wow. Wow, wow, wow. Wo bist du gerade? Mal ein paar von diesen Dingern herstellen. Ich müssen wir echt erstmal aus Zeit was machen, weil Holz wird echt knapp. Hier sind ein paar Portal. Ich kann Foundations auf Thatch bauen, aber mehr auch nicht. Ich glaube, mehr brauchen wir erstmal nicht. Ja, mach die Foundations. Machen erstmal alles auf Thatch, oder? Solange wir eh nicht wissen, wo wir hinwollen. Erstmal. Ich würde in Richtung Forest gehen, aber keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der ist. Keine Ahnung, wo, keine, weiß wenn ich nicht wo. Wir erstmal einen Spawn-Fight haben, wenn wir sterben irgendwo, weißt du nicht, wo ich weiß nicht, wo irgendwas ist. Wenn wir platziert werden, dann machen wir doch erstmal. Das ist fett, ich mach schon mal ein paar Mauern. Okay. Also da. Oh Gott. Dieses Insekt. Hitbox ist Grauens, okay. Ups. Ach, das gibt's doch nicht. Du hässliches Vieh. Komm her. Alter. Das gibt's nicht. Ich glaube, ich werde jetzt sterben. Komm denn, was greift sich denn an? Ja, die Insekten, das sind 85 Stück hier. Boah, ich hab noch 43 live. War doch die ganze Zeit keine, wo kommen die denn immer her? Ich hab doch vorhin gesagt, die sind da, die werden uns angreifen. Hier, mehr konnte ich nicht herstellen. Ich hab aus Versehen diese Holzfoundation zerstört, die da stand. Machen wir hier schon mal Tisch, nach anderen Seite kann man weitergehen. Guck so, deine Kiste. Ich höre sie doch schon wieder, meine Kiste. Da, das sind deine, das sind meine erstmal. Immer ja genug Zeug drin. Ich pack dir jetzt erstmal diese ganzen hässlichen Skins rein, die kein Mensch braucht. So. Und da tue ich sowas, sowas, sowas. Das ist das Vergammeln. Das und das kommt weg. Das kommt da rein. Das kommt da mit rein. Das auch und das auch. Und das kommt weg und das kommt da rein. Wunderbar. Bevor ich dive, was ist hier noch los? Ich brauche Leder. Natürlich. Nein. Ja. Nein. Hast du noch ein Leder? Bestimmt, aber ich muss noch gerade was bauen. Mal gucken, ob da was übrig bleibt. Ein Leder brauche ich nur. Da bleibt noch Leder übrig. Ein bisschen. Schwebt! Schwebt!
Ich verschwinde in der Erde gleich. Ja, mir steht. Na gut. 15 Watt? Egal. Wenn wir erstmal, weißt du, so ein Grundding gebaut haben, dann. Mach schon mal ein Bett hin. Kann man erstmal weiter gucken, ne? Ein schönes Bett habe ich hier gebaut. Echt das? Und noch ein zweites auf jeden Fall. Mal noch mal ein bisschen. Was brauche ich denn dafür? In paar Edge. Ich brauche Stroh und Feuersteine. Dass man unter Wasser halt gar nichts sieht. Ich sehe unter Wasser was, aber ich kann unter Wasser nichts machen, weil. Ich habe keine Lecks, aber es ist. Es leckt die Scheiße runter, unter Wasser. Das ist eine Titanbohr, Alter. Da bei. Da direkt vor unserem Haus. Werde ich nicht anders. Mit meinem Bogen. Ich habe auch nur einen Bogen, aber auch nur 18 Pfeile. Ich weiß, ich sehe sie nicht, weil die so flach ist. Hä? Wo bist du überhaupt? Hier. Ich kann dich. Alter, guck dir den Fisch mal an. Ja. Alter, der ist ja mutiert. Falsch mit dem. Würde mich gar nicht wundern. Alter. Mal an, was das Ding ist. Im Arsch. Ja, Piranha. Hier war der. Also die Schlange. Ich weiß, die hat gegen irgendwas gekämpft. Vielleicht hat das das getötet, aber. Sie war hier. Alter, das. Boah, das liegt ja richtig dreckig. Bei mir nicht. Boah, das ruckelt schon hart. Wenn ich unter Wasser gehe. Okay, keine Ahnung warum. Diese Musik hört halt nicht auf, gell? Kampfmusik, geh weg, du nervst. Die war hier, ne? Oder welche? Ja. Was? Die Box. Deine waren die da drüben. Hier. Ja. Sehe ich schon daheim. Ganzen Skins, ja, komm. Ich hab sie da reingelegt. Erstmal. Solange ich den Platz noch nicht brauche. Scheiße. Ne, zur Not, wenn man sie haben will, kann man sich ja immer noch selbst töten und, ne. Eng. Aber aktuell brauche ich sie nicht unbedingt. Ich würde halt eigentlich schon mal was bestellen zum Essen. Der Laune. Essen bestellen. Ich habe letztens bestellt. Das komische Geräusche. Sonntag. Was? Was für Geräusche? Was machst du? Was wie ein Geisteskranker da drin. Hä? Das ist ein Frosch? Was ist das? Ah, Piranhas! Nein. Das ist ein Frosch? Irgendwo hier war auch ein Frosch vorhin, ja? Irgendwas schwimmt da wie Geisteskranker im Wasser rum. Da drüben ist ein Kanu. Wo denn? Ja, da ist er. Ja. Da hinten. Soll uns erstmal nicht stören, solange er nicht hier das Wasser kommt. Hoffentlich das nicht. Das ist auch nicht die Tandor. Wo ist sie denn? Ist ja beim Kanu drin. Ich sehe sie nicht. Keine Ahnung. Ich sehe sie nicht. Stroh brauche ich. Ich muss zu einem Baum. Toll, die einzigen Bäume sind da drüben. Ja, wunderbar. Ach ja, Bäume ist Mangel. Ich gehe nach hier hinten zu dem Baum. So, oh nein! Ich brauche erstmal Speere, weil diese hässlichen Insekten. Krampf. Aber dafür brauche ich Holz, toll! Das heißt, ich. Oh nein, Holz habe ich aber noch. Haha! Ich bin nochmal ein paar Patch von der Mende. Gib mir das. Vier Stück. Wir brauchen für die fürs erste mickrige Haus erstmal nicht so viel. Ja, genau. Wir wollen jetzt nach Wände. Wände habe ich einstecken.
Oh, jetzt bin ich übergewischt, ernsthaft. Huh. Kamisch. Das kommt hier rein. Kann ich das reparieren? Nee, ich brauche Stroh. Ja, natürlich brauche ich Stroh. Wer hätte es geahnt? Gewischt leveln, das fuckt mich mega ab, wenn alle 2 Sekunden laufen. Zwei Fundamente drin und dann so, oh, du kannst nicht mehr. Ich habe jetzt 190 aktuell. 250 Euro. Okay, da, toll, jetzt ist die Titanbohr da hinten, da wo ich hinlaufen wollte. Aber warum ruckelt es denn so ekelhaft? Ich hoffe, wir verbrauchen nicht so viel Zeit im Wasser. Ja. Die Dilos des Jahrhunderts greifen mich gerade an. Hab das bald. Die sehen anders aus, definitiv. Es ist aber noch kein anderes TLC-Update draußen, oder? Ich habe nichts mitbekommen. Da ist gerade ein Fisch gestorben. Wenn die an den Wasserfisch jetzt reinkommen, sterben die auch gerne. Ja. Alter. Die Meere sind ja komplett ausgetrocknet. Hast du es gesehen hier auf dem Hologramm? Mhm. Das ist Afrika, glaube ich. Alter. Komplett kein Wasser mehr. Ergibt Sinn, dass sie dann die Organismen züchten wollten. Dass sie das überleben können. Wer weiß, wer weiß. Das tun wir mal auf. Hä? Oh, noch eine Tür. Tür und ein Dach. Brauchst du dafür ein Stroh machen? Baserides. Stroh. Stroh kriegst du nicht von den Büschen. Baserides. Neue Level. Gib mir Revicht. Level 18. Was gibt's denn dafür wiederum? Nichts Neues. Dach brauchen wir nicht wirklich eigentlich, ne? Ach, scheiß aufs Dach. Nee. Für die Mauern. Wir brauchen theoretisch noch nicht mal die zweite Schicht der Mauer. Ja, ich weiß nicht, ja. Aber ein Dach brauchen wir definitiv nicht, weil ich weiß nicht, was groß genug wäre. Wenn was kommt, was groß genug ist, haben wir sowieso mit Stroh gelitten. Machen wir jetzt eine schöne Tür rein. Und das war's. Also wenn du Narkotikbomben hast, hier Bären, immer hier rein tun, ja. Da muss ich mal was erlernen können. Warum hast du keine S-Plus-Dinger hergestellt? Als willst du die nicht aufheben. Ich schmeiße das so weg. Naja, so, ne? Stroh hebe ich nicht auf. Ja, aber die Sachen hier, wenn du die hier baust. Ja. Ja, ne? Wenn die abgerissen. Ja, guck. Ja, natürlich muss er genau hier drin landen, du blöder Wichser. Verpiss dich. Alter, überall ist Platz. Nein, er landet hier drin. Ein kleines Häuschen, weißt du, da kommt er reingeschissen. Oh Mann. Das ist typisch arg. Hab ich überhaupt nicht schön, dass ich das so. Das hier, da brauche ich eins von. Besser ist es, ne? Was kann ich alles tragen? Hände und Füße fehlen noch. Hände und Füße. Wer weiß, ich bin. So, was gibt's denn sonst noch? Erlernen könnte. Was willst du erlernen? Was ich noch zu erlernen? Was ich jetzt gebrauchen kann im Moment. Wir brauchen Bären. Stimmt. Was? Narkotik? Bären und Gammelfleisch. Was ist das?
Das ist ein Fiomir, der latscht da rum. Ja, hallo. Ich geh mal Bären sammeln. Hallo, hallo, hallo. So, ich muss auf jeden Fall meinen Vorrat an Munition abstellen. Ich hab noch 53 Pfeile. Das G reicht erstmal. Erstmal. Noch zwei Bögen gemacht und. Hast du auch zwei Bögen gemacht? Für. Ja, die gehen zu schnell kaputt. Zwei Bögen. Ich hab immer eine für normal und eine für. Dings. Narkotik-Sachen. Verschallen. Was willst du als erstes nehmen? Also hier so einen Bereich, den du mal gesehen hast. Hier im Bereich? Ja, aber weiter. Trike. Trike, schätze ich. Trike ist eine gute Wahl. Trike ist Standard. Das ist so. Der ist. Ich sag mal, je nachdem, wie du den skillst, kann der sehr gefährlich werden. Das Tame ist allerdings ein bisschen schwieriger jetzt. Dadurch, dass sie den Charge haben. Das habe ich in der Singleplayer-Welt gemerkt, als ich da den ersten getamed hat, der erste hat mich sogar umgebracht. Weil die kommen ja angecharged und wenn die dich erreichen, boah, die kriegen dich weg. Die schießen dich bis nach Valhalla. Valhalla. Auf jeden Fall heiß. Hey, hier hast du doch ein Dings rumlaufen, ein Fiomia. Ja, ein Fiomia krieg ich nicht an. Er ist Level 90, okay. Warte mal, am Anfang was Kleines. Ja, mach doch. Okay, der Biber vielleicht auch nicht. Da ist ein Stego, der ist sehr langsam. Bim. Dann nehmen wir jetzt eigentlich mal schon sein. Stegos sind nicht so schnell. Da hinten ist sogar ein Trike. Parasaurus, komm, will ich den. Ja, den krieg ich. Ja, stimmt. Parasaurus sind halt auch sehr schnell. Also nicht sehr schnell, aber schnell. Am Anfang ist es immer so schwierig, die Viecher zu töten. Später mal so One-Shot. Packst die Knarre aus oder irgendwas? Oder läufst du mit deinem Vieh hier rum? Oh, Leder, sehr schön. Also es gibt viele alte und viele neue Viecher. Ich hoffe, es gibt Direbeer, aber naja. Ja, noch wissen wir ja nicht genau, was es für Viecher alles gibt. Weil Direbeer ist halt die Schlachtmaschine schlechthin. Wenn du so einen gut geskillten hast, dann ist vorbei. Tatsächlich, ich schmeiß die ganzen Skills weg. Ich hebe nur diesen auf. Hallo, hallo, hallo. Diesen. Da tue ich jetzt meine Fasern und mein Stroh rein. Fasern und Stroh kriegen eine eigene Kiste. Oh Mann, ich komme hier überhaupt. Hallo, wo ist meine Kiste jetzt? Meine Güte. Warum? Die Päckchen, die saugen sich nach oben. Hallo, wo wollt ihr hin? Ja, man sieht sich. Was machst du? Ich hab diese Sache aus meinem Inventar geschmissen. Wenn du es an den Baum machst, dann saugt der Baum die nach oben. Und dann fallen die irgendwann ab einer gewissen Höhe wieder runter. Ich kann hier nicht mehr an meine Kiste dran. Jetzt. Total strange. Komm, Gammelfleisch. Je schneller. Wann gibt's die Betäubungspfeile? 21 war das, glaube ich, gell? Wie sowas? Ja, da siehst du schon. 21! Und die Werkbank? Ah, 20! Was bin ich denn für ein Level? Noch 18! Ach komm! 18! Was wollte ich jetzt machen? Mein Gott, jetzt habe ich es komplett verpeilt gerade.
will eigentlich was tämen, aber ohne Betäubungspfeile, also, ne? Dodos sehe ich hier jetzt auf Anhieb keine? Ha. So. Huch. Hä? Oh. Ich dachte schon. Ich überleg. Gammelfleisch wäre halt natürlich am nützlichsten. Das... Hä, wo ist denn überhaupt das Gammelfleisch hin? Hatte ich nicht gerade noch so... 600.000 davon einstecken? Hab ich irgendwas verpasst gerade? Hä? Oh, warum habe ich das weggeschmissen? Einfach nicht fragen. Ich brauche Betäubungspfeile. Das heißt, ich brauche EP. Das heißt, ich muss Sachen herstellen. Am besten Holz. Dafür brauche ich Holz. Tja. Ich glaube, ich gehe rum und jag ein paar Viecher. Das ist nicht S+, oder? Nee. Wo bist du denn überhaupt? Bist du da hochgelaufen an der Seite? Ja, hier ist halt auch viel Zeug. Ja. Wie kann man die Sachen nochmal splitten? Wenn du jetzt einen Stack hast. Rechte, also je nachdem, was du splitten willst, entweder Shift gedrückt halten. Alles oder aufteilen. Du machst Rechtsklick und kannst es aussuchen, auf wie viel genau du es aufteilen willst. Nice, so muss es sein. Gammelfleisch ist Leben. Ja, genau, deswegen. Ja, ich habe gerade schon mal ein paar Dinger in dieses Mortar und Pestel da reingequetscht. Ich will noch mal gucken, was die Viecher hier so an Level haben. Lohnt es sich überhaupt, den Trike hier sich zu holen? Level 40. Hm. Das wäre definitiv eine Überlegung wert. Also ich würde gerne so ein Super Spyglass haben, aber es gibt es erst mit Level 25, glaube ich. Halle gibt es ja auf jeden Fall welche. Also. Hä? Das Halle müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, die hab ich gesehen unterwegs. Es gibt auch grüne irgendwie und blaue und keine Ahnung. Immer mehr Bären. Du bist nur Level 20, dich mach ich platt. Boah, ist ja schnell. Wie du Bastard. Warum trifft er nicht? Ich hasse diese Hits, die keine Hits sind. Ja. Der Fiomia ist so Alter, wie kann denn so ein Vieh so schnell sein? Okay, der Stego hat gekämpft. Den muss ich töten. du darfst gerne sterben. Jetzt bald. Okay. Ah ja. Was machst du? Komm schon. Boah, jawoll. Ich brauch so und so, gell? Bisschen Fleisch und ein bisschen Leder.